Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Octopath Traveler. Ja, wir versuchen es jetzt nochmal mit dem Endboss. Ich habe ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt mit der Truppe auf Level 80, jeweils bis auf Tresser Level 79. Ich habe ein paar tolle Sachen ausgerüstet. Falls das die Aufnahme wird, die es werden soll, dann werde ich euch vorher schon gezeigt haben, was ich ausgerüstet habe. Oder weißt du was, wir machen das jetzt schnell. Also was haben wir für eine Laufbahnen? Ophelia ist Sternseher in Zweitlaufbahn, Primrose Zauberer, Elfin Runenfürst und Tresser Jäger. Und wir haben alle mit hier überragende Kraft, verbesserte Elemente, BP-Fressung, göttliche Aura, beziehungsweise hier ein bisschen anders. Und da physisches Geschick, weil Tresser natürlich eher angreift, ja. Und Ausrüstungen haben wir auch ganz toll gemacht. Und ja, schauen wir mal, ob das jetzt was wird. Ich muss sagen, das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal, dass ich das probiere. Und ja, die andere Truppe ist auch ähnlich gut, aber die sind halt nicht alle auf 80. Aber das ist Olberic dabei. So, schauen wir mal. Ich probiere jetzt die finale Konfrontation. Ich habe keine Ahnung, aber schauen wir mal. Ja, kennen wir schon. So. Ja, und jetzt wird es wieder ganz spannend. So. Totenseele ist in Galderas Körper erschienen. Wir wissen, was die Totenseele macht. Da müssen wir mit Elfin einfach mal... Ich meine, ich könnte jetzt was anderes machen, aber ich mache jetzt gleich mal reinigender Staub. Ja, weil wir müssen uns boosten. Boosten ist das Wichtigste. So. Und dann schauen wir mal, wie lange wir das schaffen. So, ja, der Angriff nicht so tragisch, alles halb so wild. Genau, dann machen wir gleich hier mit Zauber ein bisschen Lux-Kolo-Dingens, damit diese komische Zusatzziele da mal ein bisschen kaputt gemacht wird. So. Gut. Tresser ist dran. Ja, die bringt mir nur relativ wenig hier. Also ich habe natürlich wieder nicht ganz so gut geguckt. Achso, das Ding ist ja noch nicht kaputt, sehe ich gerade. Da ist die Frage. Ja, Tresser ist eigentlich die hier am allerwenigsten Sinn macht. Ja, warum hast du sie dann mitgeklaut? Ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht so genau. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. So, ja gut, dann machen wir hier mal einmal Sternschnuppe. Weil eigentlich hätte Primrose hätte was anderes machen können. Ich bin leider schon wieder ein bisschen nervös. Ja, irgendwie so am Anfang dieses Kampfes bin ich immer nervös. Jetzt kommt nochmal Ophelia dran. Einmal Elfix auspizieren auf Ophelia. Aus Gründen, Hashtag. Ja. So. Hätte ich mich vielleicht heilen sollen, wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Ja gut, aber Tresser kann ja hier zum Beispiel hier bunt Heiltrauben rauswerfen. Ist besser als nix. So, Elfin ist dran. Elfin macht dann hier... Ja komm, machen wir einen Runenfürst. Auch alle nämlich, dann können wir das Ding vielleicht mal kurz töten. Das sind doch alles, und es geht wow. Richtig. Warum ist das so schlecht hier auf das Ding? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Primrose muss jetzt mal ganz kurz kritischer Schaden auf Ophelia, hätte ich gesagt. Genau, so. Ta-da-da-da-da-da. Sehr schön. Mach dir mal kritischen Schaden, das ist schön. So, jetzt kommt Elfin dran und Elfin macht jetzt nochmal... Elfin wird jetzt... Ja komm, wir mischen wieder schändlichen Staub. Nein, reinigenden Staub, wollte ich sagen. Granatapfel, das sich schon wieder ganz komisch schlimm an. Ich muss dieses komische Ding kaputt machen. Warum mache ich das nicht? Weiß ich nicht genau. Oh. So, Primrose ist fast tot. Das ist jetzt nicht so gut, aber du machst jetzt hier... Nein, du machst Tänze und zwar jetzt einmal kurz elementären Angriff für Ophelia verbessern. Also ihr merkt wahrscheinlich, ihr seht jetzt schon, wo das ungefähr in etwa läuft. Könnte ich eigentlich jetzt trotzdem gleich mal einfach machen. Ja gut, wobei es ist jetzt voll... Nee, ich warte jetzt nochmal. Ich mache der normale Sternsinge, weil ich habe ja nächste Runde auch nochmal, wenn es ist. Jetzt ist eigentlich Ophelia... Ja, locker heilen lassen können, habe ich aber nicht, weil ich doof war. Weil ich nervös bin irgendwie, ich hab's erwähnt, ne? Irgendwie so, weißt du was? Wir haben genügend erfrischende Marmeladen, nutzen wir einfach die ein bisschen öfter. So. Toll, ey. Ja, es ist jetzt schwierig, eure Gegner zu treffen, das ist ganz toll. Wow, das war fies. Ja, kommt nochmal der erfrischende Marmelade. Ja, und jetzt ist natürlich... Ja gut, da muss ich noch wieder erzählen, ne? War halt natürlich wieder überhaupt nicht meine Strategie. So, aber zumindest müsste das Ding da unten jetzt eigentlich sterben. Ja genau, dann ist das zumindest weg und das Auge wäre jetzt ungeschützt. Sondern jetzt müssen wir ganz schnell... Ah, das Auge hat 8. Ja, ich schau mal. Gut, Ophelia hat immer noch... Er hat eigentlich das noch. Weißt du was, wir machen jetzt... Wir werden das Auge jetzt hier trotzdem mal ein bisschen schwächen. Mit dem da. Lass mal, damit wir schauen, weil vielleicht schaffen wir sogar, dass wir es schwächen. Ja, ich war böse, ich habe mir die ganzen Schwächen angesehen.
Fraglich ist jetzt, ich könnte da Moment. Was hat denn der so anzubieten? Gut, mit der Axt könnte ich draufhauen, aber schaffe ich es da? Schaffe ich ja gerade so wieder nicht. Ja, komm, mach mal trotzdem mal. So. Ja, natürlich hat er jetzt gleich die beiden. So, und die beiden sind jetzt, Moment, da muss ich kurz ein bisschen gucken. Ja, ich war so fies und hab mir... Okay, die sind eigentlich gegen Pfeil und Bogen. Und das andere ist ein bisschen gegen Dolch und so. Okay, dann ist Presse jetzt fast mal ein bisschen hier... Pfeilhagel, weißt du was? Treffen bitte, Presser. Na wow. Ja gut, okay. War jetzt ein bisschen sinnlos. Elfin, das ist schön, dass du dran bist. Mach mal hier reinigenden Staub auf alle. Und ich könnte natürlich schon eins machen. Moment. Jetzt kurz gecheckt. Was hat das andere Ding? Wind und Eis. Ja, komm, mach mal doch mal hier ein bisschen Eis. Ophelia ist noch... Da müsste ich eigentlich... den noch mal machen. Ja, noch nicht. Komm, ich warte noch ein bisschen. Machen wir erstmal den da. Weil ich möchte das eigentlich aufs Auge mal schaffen. Irgendwann vielleicht. So, Ophelia ist dran. Das freut mich sehr. Bringt mir Sternseher dann was? Komm, ich mach mal. Sternschnuppen. Wobei, bringt eigentlich... Ja doch, komm, mach einfach mal. So. Ich glaube, Ophelia sollte jetzt vielleicht trotzdem mal kurz ein bisschen mehr heilen. Ich mach mal einen Boost. So. Oh. Was ist da los? So, ich bin... Moment, weißt du was? So. Objekte, die von einem Verbündeten verwendet werden, wirken drei Runden lang auf alle. Und das machen wir jetzt auf Tresser. Dann zeige ich euch jetzt mal ein bisschen auch so eine andere Strategie. So. Tresser macht jetzt... Moment, der oben... Das Gemeine ist, dass der oben natürlich nur... Aber was ich eigentlich ja machen wollte... Wir haben ja sehr viel vitalisierende Marmeladen. Ja, und die wirken nämlich jetzt auf alle. Und die füllen mich einfach komplett auf. Ja, was natürlich ganz gut ist. Was hat der oben? Kurz? Ja, weißt du was? Dann machen wir den da mal. Dann ist der gebrochen. So, wunderbar. Dann kommt das Auge dran. Das ist okay. Dann kommt Elfin wieder dran und Elfin wird jetzt einfach... Ich muss nicht mal... Doch, ich will aber boosten. Aber dann machen wir hier gleich ein bisschen schönen Schaden. Ich glaube, ich muss... Ich sollte... Oh, ja, so viel zum Thema schönen Schaden. Richtig schönen Schaden. Jetzt kommt... So, jetzt muss ich schauen. Primrose kommt dran und würde ich sagen, machen wir da auf jeden Fall das. Drei Runden kritischer Schaden. So, passt. So. Presser wird jetzt nochmal diese reinigende Marmelade oder wie die heißt raushauen. Moment, wo sind wir da? Ein paar Runden geht das noch. So viel habe ich eh nicht. 18 Stück, ja. So. Muss ich mir für den nächsten Kampf auch noch ein paar sparen. So, jetzt kommt Ophelia dran. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich... Ach, verdammt, das Ding... Das merke ich gerade. Das Ding kommt ja in der nächsten Runde wieder. Das ist das Ding da oben. Ja gut, aber das sollte kein Thema sein, weil das hat ja eh Pfeil und Bogen. Das kann ich ja dann schön mit... Genau, okay. Ja, wir machen das, was ich machen will. Nämlich einmal hier auf Elfrix auspizieren. Das passt ganz gut. So. So, bitte Beschwörung. Das ist eher schlecht. In der nächsten Runde wird etwas passieren. Aber ist mir jetzt egal, weil wir jetzt hier... Ophelia macht das eh noch. Hier bitte einmal kurz platt machen. Ja, toll, das hat wieder gut funktioniert. So, okay. Gift. Eher schlecht. Aber Elfin ist dran. Ja gut, weißt du was? Dann machen wir das so. Ja, genau, den hat er natürlich wenig. Oh, ich könnte kotzen. Ach so, stimmt. Ich muss ja sowieso einen reinigenden Staub rauswerfen. Granatschaffel. So, damit Ophelia dann wieder schön angreifen kann. Ihr seht wahrscheinlich, auf was ich jetzt raus will. Das Gemeine ist nur. So, also was machen wir lieber? Pfeilhagel und du kannst ihn doch mal boosten, besser. So, okay, der da oben ist weg, weil ich muss ja die beide gleichzeitig töten. Glaube ich zumindest, dass das so war. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber das machen wir jetzt einfach mit Sternschnuppen. Dann sollten die theoretisch eh beide gleichzeitig sterben. Ja, wunderbar. Okay, die sind beide gleichzeitig weg. Wunderbar. So, jetzt ist das Auge nicht geschützt. Ophelia? Ach, das ist ja gut. Ophelia hat die ganzen Buffs nochmal. Okay.
Dann mache ich jetzt... Ach, das ist ja blöd, dass Ophelia genau jetzt dran kommt. Ich muss nämlich jetzt... Ah, ist jetzt blöd. Ah, verdammt, ich sehe gerade, Ophelia kann ja nicht mal boosten. Nicht mal richtig boosten. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt, weil ich möchte, ehrlich gesagt, ich habe Angst, dass das Ding da gleich mal jetzt wieder... Ich muss das jetzt mal ein bisschen stoppen, das Teil. So. Gut, Ophelia, mach lieber jetzt mal Sternschnuppen. So. Ein bisschen Schaden haben wir sogar. Nur schade, dass Ophelia jetzt natürlich die Boostpunkte nicht hatte. So, jetzt ist die Frage, Elfin... Könnte jetzt natürlich Tressa wieder dieses Doppelding geben. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so blöd. Also mach hier nochmal kurz Apotheker. So. Auf Tressa. Ja, damit wir nächste Runde... Ach, das ist blöd, dass Ophelia natürlich jetzt vor Primrose drankommt. Ach, das ist schlecht. Na egal. Komm, wir machen jetzt mal hier vitalisierende Marmelade auf alle. Weil das Gute ist, dass da die Boostpunkte auch geheilt werden. Sieht man ja. So. Tressa kommt wieder dran. Das bedeutet, dann werden wir hier jetzt auf jeden Fall... was machen wir denn da auf jeden Fall? Das ist eine gute Frage. Aber ich mache halt das. Ja? Schau mal. Soldatenveteranen. Oh, wow. Das war ja richtig gut. Danke. Glaube ich. So. Sternschnuppen. Ist jetzt die Frage, entfesseln einen elementaren Angriff, der alle Gegner gemäß aktueller Gruppen-DP-Wert Schaden sucht. Ich nehme trotzdem lieber Sternschnuppen. Das Blöde ist... Ja, toll, das bringt ja gar nichts. Verdammt, Ophelia. So, wenn ich jetzt Balukas Klinge nehme... Aber was könnte er denn noch? Nee, das brauchen wir nicht. Ich probiere mal die Klinge. Oh Gott, du wirst mich doch verarschen. Echt jetzt? Ist ja gar nichts. Okay. Ja, das Problem ist, ich wollte eigentlich ja hier... das ist das Doofe, wenn ich hier jetzt den da mache. Nee. Kritischen, das wollte ich eigentlich im Elementar. So, damit das Ding jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen... Oh, es erzittert bedrohlich. Ah ja, die Statusverbesserung in unserer Gruppe wurden aufgehoben. Das ist natürlich... Ach, das ist jetzt blöd, sehe ich gerade. Dann mach hier kurz mal einen reinigenden Staub wieder auf alle. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das Ding schnell wieder breche. Das sollten wir eigentlich hinkriegen, indem wir damit Zauberer muss ich jetzt leider hier... Gut, sie ist immer noch schwach gegen Zauberer, das ist gut. So. Ich will nämlich eins verhindern. Ist jetzt schon auf 5. Ich könnte ja... Ich mache jetzt... Ah, das ist jetzt blöd. Ich überlege jetzt gerade. Gut, Offi kommt nochmal dran. Achso, Tressa ist... Ah, das ist ja jetzt doof. Ja, komm, ich mach lieber die Sternenschnuppen. War jetzt wahrscheinlich saublöd. Ja, war richtig saublöd. Und Tressa, ja gut, Tressa könnte jetzt nochmal BP spenden. An Ophelia, weil die kommen jetzt nochmal dran. So. Warum habe ich eigentlich jetzt Sternenschnuppen gemacht? Man weiß es nicht so genau. Dann machen wir den nochmal, damit das Ding auf jeden Fall gebrochen wird. So, und tschüss. Das Blöde ist jetzt natürlich... Weißt du was, wir machen das nochmal. So. Tressa. Bitte dann für die Items. Ihr wisst ja, wie es läuft, ne? So, Primrose, du machst jetzt einmal den da. Mit kritischer Schaden über 4 Runden hinweg. So, Tressa nimmt jetzt hier das Ding. Das Ding, vitalisierende Marmelade. Go. Alle Boostpunkte voll. Jetzt ist natürlich das Problem, richtig cool wäre ja trotzdem. Weißt du was, ich probiere jetzt mal dieses Deroras Prophezeiung. Ist das gut? Ja doch, 60.000 ist okay. So, Elfin ist dran. Drohnenfürst brauchen wir nicht probieren. Das ist ein Blödsinn. Mache ich doch lieber hier Amputation. Maximal Power. Wow, das war jetzt richtig schlecht. Okay, Primrose, dann machst du jetzt auf jeden Fall hier Mondlicht. Nee, Frau. V-Gang auf Ophelia. So. Genau, und Tressa macht nochmal hier dieses lustige Tränklein da. Vitalisierende Marmelade. Ja, viel Schaden haben wir noch nicht gemacht, ist mir schon klar. Aber es wird hoffentlich. So, das ist jetzt genau der Scheiß, den ich nicht wollte. Ja.
Vieler macht noch Crit. Also ich könnte jetzt natürlich... Ich brauche das eigentlich gar nicht, weil ich muss die eigentlich nur brechen. Ja. Problem ist, dass die jetzt immer rotieren. Ja. So. Du machst... Könntest du den eigentlich machen? Nee, Moment mal. Ich mach das anders. Achso, du könntest eh. Genau. So, schändlicher Staub. Alle Gegner feuerbasierter Angriff. Nee, ruinöser Samen. Mal 3, genau, das passt ganz gut. So. Okay, jetzt haben wir das. Wollte ich eigentlich so jetzt, glaube ich, nicht. Wollte ich das so? Ich bin mir nicht sicher. Ist egal, komm, du machst jetzt einfach Sternseherfähigkeit auf alle. Das Problem ist, ich musste, glaube ich, jetzt irgendwie gleichzeitig, wobei mit der Power, sollte ich die eigentlich eh gleichzeitig irgendwie schaffen, glaube ich. Ich überlege jetzt gerade nochmal. Okay, Tresser kommt dann nochmal dran. Das ist jetzt natürlich die Frage, okay, einer ist offensichtlich schon... Ah, das ist jetzt wieder alles saublöd. Ja, komm, Tresser, hau nochmal... Das ist auch doof, oder? Hau einen großen Energiegranatapfel raus, ist egal. Auf die Offi, alles gut. So, jetzt, ach, jetzt kommt die Tresser nochmal dran, super. Ja, komm, dann hau ein, einen Blitzseelenstein mal raus. So, Donnerseelenstein L auf alle. So. Und jetzt haben wir hier Wind. Nachher ist es Licht, also ich dürfte jetzt eigentlich... Ah, ist jetzt blöd. Ja, wobei, ist eigentlich egal. So, ich mache nochmal Sternschnuppe. Viele macht immer noch Crits. Wobei, nee, weißt du was, ich mache jetzt Kleriker, Elfrix auspizieren. So. Ja, die rasende Seele will sie... Okay, ich hab keine Ahnung, die rasende Seele hat jetzt irgendwas gemacht, das nicht gut ist. So, ich, weißt du was, ich mische jetzt ganz kurz einen mit ruinösen Samen ein. So ein Ding. Ah, verdammt, die kommen ja jetzt dann alle drei wieder. Ach, das ist ja doof. Na gut, mach mal. So, okay. Ja, Primrose. Was machen wir denn da jetzt aktuell? Licht. Ja, komm, machen wir mal Licht auf alle. Ich glaube, ich muss die Seelen gleichzeitig kaputt machen, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt tauchen die wieder auf, das ist jetzt das Problem. Und ich glaube, Elfi muss jetzt als nächstes... Genau, Primrose ist jetzt dran. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, es könnte sich noch ausgehen. Dann machen wir hier einmal Glacius, Rodatius. Ist okay. So, ein Tresser. Nehmen wir einmal diesen Lichtseelenstein. So, Lichtseelen oder Licht... Nein, Donnerseelenstein. Da reicht eigentlich normaler auch. Ja. So, weil das Wichtige ist nur, dass der bricht. Und jetzt Ophelia... Ah, verdammt, Ophelia hat nicht... Ach, oh, verdammt, Ophelia hat wieder keine maximalen Boost-Kräfte. Vielleicht hilft sie da. Ah, okay. Ja, sehr schön. Und jetzt muss nur der obere noch weg. Ja, Gott sei Dank, okay, hat funktioniert. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht wieder kommen. So, das Auge ist ungeschützt, weißt du was? Jetzt machen wir hier nochmal den da. Damit Tresse auf jeden Fall dann wichtige Sachen machen kann. Blöd, dass die jetzt leider erst später drankommt. So, und ich hoffe nur, dass der jetzt die nicht wieder beleben kann, weil sonst bin ich ein bisschen sauer, aber ich glaube, der kann das. Ja, sehr schön. Nein, er macht nur elementare Entzug, das ist aber okay. Ja, toll, wann kommt Tresser dran? Natürlich wieder gar nicht. Reinigender Staub. Dann mach mal Granatapfel. Ist aber eigentlich jetzt ein Blödsinn. Weißt du was? Ich mache jetzt ruinöser Samen auf Blitz. So. How do you like this? I'll do my best. So, du machst einmal hier Sternschnuppen. Dann jetzt schauen wir mal. Achso, das kommt eh nochmal. Gott sei Dank. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Dass wir diesmal wirklich das machen, was ich eigentlich machen wollte. Das Problem ist, es dauert jetzt zu lange. So. Okay, weil Ophelia, man sieht, Ophelia hat jetzt leider gar nichts mehr. Na komm. Also, ich bin mir nicht sicher, kann ich das Ding vergiften? Ich mach mal Amputation. Ich hoffe, der trifft trotz Blindheit. Er hat 12.000 immerhin.
So, Tressa ist nochmal dran. Dann würde ich sagen, Tressa... Ich wäre so froh, wenn ich jetzt Tressa die Primrose die Runde schenken könnte. Aber so einfach funktioniert das ja auch nicht. Ja, komm. Ach, weißt du was? Nee, Tressa, verteidig dich jetzt einfach mal, damit du nachher dann ganz am Anfang reinkommst. So, Ophelia, einmal kurz richtig ausprobieren. Ja. So, danke. So, Primrose, einmal kurz drei Tanks das Ding. So, kritischen Schaden. So, jetzt kommt das Auge dran, das mag ich gar nicht. Einschlag, auf, ist okay, überleben wir. So. Zum Glück kann das Auge irgendwie jetzt nicht wirklich so Sachen machen. Ich muss nochmal... Vitali... Noch... Nein, geht... Ah, verdammt, das ist ja aus. Okay, das ist schlecht. Na egal, dann machen wir was anderes. Jetzt muss ich kurz gucken, das Auge. Was haben wir denn dann noch so? Den kleinen Dolch hätten wir noch. Obwohl, die Axt ging ja auch. Ganz ehrlich, komm, wir müssen schauen, dass wir das Ding klein kriegen. Wobei... Ah, verdammt, Primrose braucht Boostpunkte. Bei nee, braucht sie eigentlich gar nicht. Passt schon. So, Primrose, es reicht. Ja, aber Elfin bräuchte. Ah! Ach Gott. Ja, mach mal. Weil ich muss schauen, dass Tressa auf jeden Fall die Fähigkeit. Bitte, bitte. Weil ich werde ja sehr verbunden, lieber Gegner, wenn du damit irgendwelche blöden Sachen machst. Jetzt. So. Wie viele einmal kurz heilen. Wir heilen macht's eh zweimal, so. Wobei einmal ja gereicht hätte. So, ein böses Auge macht jetzt ja nicht Sachen, die du nicht machen sollst. Das hängende Kugel. Ja, das ist okay. Das darfst du machen, das ist okay. So, Ophelia ist dran. Sie könnte jetzt schon... Ja, muss ich jetzt nochmal das machen? So. Die Elfrix auspizieren nochmal auf Ophelia. So, jetzt könnte es was werden. Primrose. Machen wir einmal hier jetzt endlich mal da in dem Mondlichtwald zur Nähe hier elementaren Angriff verstärken von Ophelia. So. Sehr gut. Elfin ist dran, du machst hier Sachen wie. Was machst du denn? Das ist eine gute Frage. Achso, wir müssen den, ich sehe gerade, wir müssen den ja erstmal wieder brechen. Das haben wir auch noch nicht. Das ist ja doof. So, jetzt aber hier ganz schnell vitalisierende Marmelade. Naja, toll, jetzt kommt das Vieh schon wieder dran. Mach ja keine Dummheiten. Ich hasse es. Was? Ach Gott, ja, okay, das war jetzt richtig doof. Ich hab's fast befürchtet, dass ihm so ein Scheiß passiert. Gut, da bin ich aber jetzt absolut selbst schuld, ne? Da hilft ihm nichts, komm. Ah, zwei sind schon weg, okay. Here we go. Ich hoffe nur, dass die dann... Nee, eigentlich dürften die ja nicht drankommen. So, dann machen wir hier jetzt einmal... Ah, ruinöser Samen auf eine... Ich stelle mich echt saublöd an, ne? Ich weiß es ja selbst. So, weil die Seele, okay, die sind fast tot. Also eigentlich müsste ich nur... Kantresser. Ich mache einfach mal. Vielleicht sterben die ja dann. Nee, sterben natürlich nicht. Aber Primrose müsste was können, dass die sterben. Primrose, mach mal bitte. Ja. Mach mal bitte hier, was ist denn da jetzt aktuell? Ja, komm, mach mal Feuer. So. Ignis Arter. Toll. Die sterben ja doch nicht. Nein, giftige Dämpfe. Ja, Gott sei Dank hat keiner Gift. Ja, nochmal Sternseher, komm. Sterben, Gott sei Dank, die sind alle weg, okay? So, Ophelia ist immer noch im Kriegsmodus. Wann kommt ein Elfin dran? Okay, das Auge ist ungeschützt. So, vielleicht wird es ja jetzt was, ne? Mit meiner komplizierten Strategie. So. Primrose ist dran, dann wird Primrose jetzt... Ophelia hat das oben noch, dann wird Primrose jetzt mal ganz kurz hier Elementarbruch auf den Gegner. Stimmt, dann machen wir ja sogar so ein bisschen sowas. Das ist ja ganz toll. So, und jetzt aber. Also jetzt einmal ganz kurz nochmal hier eine vitalisierende Marmelade auf alle. Freude. So, Elfin ist dran und wird jetzt hier einfach mal das Auge etwas brechen. Ja, nicht mal das Auge etwas. So, jetzt schauen wir mal, ob Ophelia jetzt hier mit Doppelschaden ein bisschen mehr reißen kann. Ja, für ein bisschen Schaden ist auf jeden Fall. Das Gute ist ja, die kommt nochmal dran, deshalb werden wir jetzt hier
Kritschaden verursachen lassen. So. Sehr schön. Tressa wird, ja, macht nochmal hier, komm, es ist egal. Nochmal kurz hier den da. Ich habe genügend von denen. So. So, Elfin ist dran. Wir wissen, dass das nicht viel bringt. Habe ich hier irgendwas? Über drei Runden zusätzlich. Feuer, Eis, Blitz, Wind, Dunkelheit, Licht. Nee. Also das bringt nicht viel. Dann mache ich einfach hier ganz ehrlich mal eine Amputation drauf. Ja. So. So, Ophelia muss jetzt leider einmal kurz nur einen normalen, aber theoretisch müsste der fast gar nichts. Also unter Anführungszeichen fast gar nichts. So, Tressa ist dran, dann soll Tressa mal hier einen Präzisionsschlag für 3 machen. Hätte ich gleich. Und Primrose. Ich muss jetzt echt hier das mal, damit die 8 Runden jetzt endlich mal ein bisschen nach unten. So. Jetzt zittert das Auge natürlich wieder. Ah, und jetzt sind die Statusverbesserungen wieder weg. Gut, das ist nicht gut. Also einmal schändlich reinigen Staub auf alle, damit wir Granatapfel und gucken, dass wir das Ding ganz schnell wieder brechen. Primrose. Das Ding hat aber noch die Statusverbesserung. Ich muss jetzt echt primär gucken, dass ich hier auf jeden Fall so das wegbekomme. Tresser selbiges mit der Axt. So, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Bruch, das Teil. So, Ophelia gibt sich jetzt einmal kurz hier Elfrix auspizieren. So. Elfin ist dran, das ist schön. Leider hat Elfin jetzt voll, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem reinigenden Staub auf alle, damit wir wieder Boost-Pünktchen bekommen. So. Als Tresse an der Reihe, die könnte jetzt, ja komm, machen Präzisionsschlag für Maximum, ist ja okay. So, besser als nix. Ja, und Primrose macht jetzt, damit ihr Ophelia Crit macht. So. Dry Song, show your power. Jetzt schauen wir mal, was Ophelia da wirklich critten kann mit ihren Sternseherfähigkeiten. Ah, ja, schon gelb. Ja, das ist jetzt nicht ideal. So, jetzt sind wieder die lustigen Totenseelen da. Das freut mich natürlich. Fluch der Nachwelt, was? Oh. Der Fluch hält an, bis die Totenseelen besitzen. Was ist denn jetzt los? Okay, jetzt haben die wieder ihre normalen Schwächen, oder was? Du willst mich doch verarschen. Moment. Oh, ich sehe gerade, wir haben Zahlen über dem Kopf. Ich habe Angst und Bedenken. So, ich mache lieber mal... Oh, ich sehe gerade, das Auge ist nicht mehr geschützt. Das ist ja toll. Ja, dann würde ich sagen, Ophelia, du weißt, was zu tun ist. Sternschnuppe. Go. Irgendwas habe ich gebrochen, okay. Ah, nochmal, wunderbar. So. Elfin, du musst jetzt nochmal hier das da machen, weil ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen Probleme, weil ich befürchte, dass die dann sterben, wenn diese Zahlen ablaufen. So. Ah, Tresse ist schon dran, das ist ja gut, das ist ja richtig praktisch. Dann können wir hier jetzt einmal kurz vitalisierende Marmelade auf alle. So. Gut, und Tresser ist dran. Jetzt haben wir hier diese Viecher wieder. Ich würde sagen, macht Tresser jetzt einfach mal kurz hier Pfeilhagel auf alle. Ja, Gott sei Dank. Wow, der ist wirklich gebrochen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, dann machst du hier... okay, Ophelia. Ja, komm, hilf nichts. Ich muss das jetzt maximal schwäche, damit die auf jeden Fall sterben. Und ich hätte Macht der Elemente, erhebt sich, elementarer Schaden wird erweitert, das ist nicht gut. Dann muss ich wohl oder übel hier... Ist das hier? Nee, das ist ja auch... Ah, das ist ja so schlecht, merke ich. Ich kann mich erinnern, das war ja so schlecht. Weißt du was? Ich mache lieber auf ihn jetzt hier, so. Damit das Auge gebrochen ist, weil ich mag das Ding nicht. Und Ophelia ganz schnell wieder Stern finden, dann ist zumindest das eine Ding da oben. Und möglicherweise könnte ich sogar schon sterben. Ja gut, zumindest einer ist schon weg, Gott sei Dank. So, Tresse macht nochmal hier vitalisierende Marmelade. Go. So. Here we go. Elfin, ja, weißt du was? Amputation auf das Ding. 12.000 Schaden, wunderbar. Primrose, ich würde sagen, du tanzt jetzt mal. Ich könnte. Weißt du was? Ich mache die Crit-Chancen für Ophelia. Eigentlich müsste. Das war jetzt falsch. Ich hätte der. Na egal.
Crit-Chancen auf 5 ist auch okay. So, warum darf das Auge jetzt in der nächsten Runde schon wieder? Gut, die sind weg, Gott sei Dank. Warum ist das Auge jetzt schon wieder dran? Okay, das war jetzt nicht so tragisch. Ja, Elfenmischmal, einen reinigenden Staub auf Granatapfelessenzen. So. Gut, Tressa ist dran, dann würde ich sagen, Tressa macht lieber mal den da, damit das Auge wegkommt. Man sieht schon, das Auge wird immer schwächer mit der Zeit. Primrose ist dran, da würde ich aber trotzdem jetzt lieber mal Taubengang auf Ophelia. Was habe ich jetzt? Ach, verdammt, ich bin so ein Idiot. Ja, gut, ich weiß schon, weil ich bin natürlich... Ja. Mein Fehler. So, okay, Elfin ist dran. Jetzt ist die Frage, ich werde jetzt hier trotzdem, glaube ich, die Amputation machen. Nein, ich war nicht so, ich hätte... Ach Gott, ich bin so ein Trottel, ich hätte... Egal, komm, machen wir eben diesen kleinen Boost. Es ist am Ende, das Ding. Viel ist da nicht mehr. So, Tressa ist dran. Weißt du was, Sponsore doch bitte... Wenn Rose ein bisschen DPs. Wenn Rose zumindest hier ein bisschen schöne Sachen machen kann. Und dann machen wir einmal hier. Lups, Hochohr, Nero, hier Maximum Power. Wow, richtig gut. Nicht. Och komm, echt jetzt. Okay, jetzt ist. Oh, was? Oh, okay, das war jetzt seltsam. Moment, jetzt muss ich. Okay, reinigender Staub. Ganz schnell schauen, was ich hier auf jeden Fall... Weil man sieht, die Angriffe werden jetzt häufiger. So, die macht ohne Boosten sogar 3 Dinge. Also kommt, reicht so. So, Philia macht hier... Ah, es ist blöd. Ja, komm, ich muss leider. Ich muss schauen, dass ich da runterkomme. Tressa dasselbe. Ja, mach lieber. Oh, Elfin ist... Oh, Elfin ist... Was ist denn da passiert? Wieso ist Elfin jetzt versteinert? Das finde ich nicht gut. Ich glaube, Elfin ist versteinert. So, okay. Elfin wurde versteinert. Ich glaube, das kriege ich auch... Oder warte mal, versteinern, das war doch dieses... Warte kurz. Gnadenkraut, heilt eine einzelne Person von Versteinerung. Ist das das Ding? Nee, das war doch so ein Fallstrang, die Füße eines Verbündeten für 5 Runden. Giftbär, Bonus, was war denn das? Oder war das das Gnadenkraut? Oder, doch, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war das Gnadenkraut, oder? Ja, komm, wir probieren es mal. So. Gnadenkraut. Schauen wir mal. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das ging sogar cool. Weil das ist ja eine andere Versteinerung als die Versteinerung, die wir kennen. So, Ophelia, komm, mach nochmal Sternschnuppen. Ist jetzt blöd, dass die natürlich jetzt momentan richtig... blöd gerade beisammen ist. So. Aber mach nochmal Sternschnuppen. So, und ich würde sagen, Elfin, du machst jetzt nochmal hier deine Apothekerfertigkeit, damit Tressa nochmal hier ihre tollen Sachen machen kann. So, Primrose ist jetzt die Frage. Besser ist es, wenn ich Primrose jetzt wieder hier... Crit-Schaden für Ophelia. Hat das Monster eigentlich noch... Okay, das Monster Zauber... Okay, hat irgendwie Abwechslung alles. Ist okay. So. Ja, und Tressa dann... Ihr wisst ja, wie es läuft. Hier einmal so eine vitalisierende Marmelade. So. Und jetzt kommt das böse Monster wieder dran. Au. Was? Oh. Oh, danke. Ah ja, super. Okay, das ist ja jetzt richtig geil. Super, Ophelia. Danke. So. Ja. So, dann soll ich euch was sagen? Ich habe keinen Bock mehr.
Es tut mir leid, ich hab echt keinen Bock mehr. Also für alle, die sich jetzt erwartet haben, dass ich das Spiel 100% mache. Ich bin zu blöd, diesen Gegner zu schaffen. Und ich habe es jetzt mehrmals probiert. Es war, glaube ich, jetzt wirklich das dritte oder vierte Mal, dass ich diesen Gegner probiert habe. Und wie gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr dazu. Ja, es ist jetzt wirklich, also ich bin jetzt auf Level 80. Ich habe da, glaube ich, wirklich, ich spiele das Spiel jetzt über 100 Stunden. Und nee, ich mag einfach nicht mehr. Also in dem Sinn, sorry dafür. Ja, guckt euch YouTube-Videos an. Es gibt da noch einen Boss. Aber das ist mir jetzt echt einfach zu blöd. Ja, also weil ich muss sagen, ich finde die Mechanik einfach so doof, weil das Problem ist, das seht ihr ja, oder ihr habt's in der letzten Folge gesehen oder in den letzten beiden Folgen, damit man zu diesem Boss kommt, muss man vorher auch noch diese 8 Vorbosse quasi besiegen und das dauert immer ewig. Ja, das dauert eine Dreiviertelstunde oder so, dass ich die besiege, bis ich die besiegt habe. Und dann, wie gesagt, ich glaube, ich habe den jetzt das dritte oder vierte Mal probiert und ganz ehrlich, nee. Weil das Problem ist dann jetzt immer, das dauert so ewig, da wieder hinzukommen. Und dann, ich meine, ich war jetzt echt nicht schlecht in dem Kampf. Aber ich habe es schon wieder verkackt. Ja, nennt mich gerne schlecht, nennt mich gerne Low-LP-LPer oder so. LPer, nämlich Let's Player. Aber ich möchte das Projekt jetzt einfach abschließen. Komm, das war über 100 Stunden. Und ja, ist leider jetzt nicht sehr ruhmreich, aber hilft nichts. Ist jetzt so. Ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zusehen und ja, ich habe es eh schon erwähnt, wollt ihr, dass ich Octopath Traveler 2 auch irgendwann mal Let's Play, also irgendwann heißt in 10 Jahren oder so, keine Ahnung, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und falls ihr jetzt voll genervt seid, weil ich diesen Endboss nicht gemacht habe, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Vielleicht hole ich es irgendwann mal nach. Aber jetzt erstmal nicht. Also in dem Sinn, danke fürs Zusehen und vielleicht sieht man sich bei einem anderen Projekt wieder. Tschüss, Leute.